Meine lieben Zauberlehrlinge, da sind wir wieder zurück. Wir haben den Troll besiegt und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich alles wieder reparieren. Sieht sehr interessant aus, aber hier hat jemand mit uns gesprochen. Ich weiß nicht, wer das war. Nettie ist schon losgelaufen. Ich kümmere mich erstmal hier um das Chaos. Guck mal hier. 39 Münzen. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. So, da haben wir schon eins repariert. Mal gucken, hier ist auch noch was. Jawohl. Sehr schön. Guck mal, da oben stehen sogar die Namen von den Läden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Haben wir das auch? Na also, so gut wie noch. Yeah. Wenn Aufräumen immer so einfach wäre, ne? Freunde? Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Ja. Genau. So, hier ist noch was. Repar. Tada! So, und irgendwas haben wir noch vergessen. Oh, hier ist was. Revelio. Handbuchseite. Hengis von Woodcroft. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengis von Woodcroft. Angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Okay. Interessant. So, aber was ist denn hier jetzt noch kaputt? Bin ich blind? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ah, hier. Hier hinten wahrscheinlich, ne? Repar. Jo. Sprich mit den Ladeninhaber. Das wird wahrscheinlich der sein, wo Nettie gerade hingerannt ist. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ah ja, ich komme sofort. Ich trinke erstmal einen Tee. Oder einen Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Dankeschön. So, was haben wir hier? Was ist das? Ach, hier. Nee. Lumos. Nee, auch nicht. Levioso. Nee. Okay. Kann ich anscheinend nichts machen. Schuluniform für Vertrauensschüler. Aha. So. Okay. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ah ja. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Ja, gern geschehen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Okay. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Oh, das ist aber nett. Danke, Sir. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Okay. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Traditioneller Schulumhang. Offensive 5 besonders. Ja. Ausrüstungsvorschau. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ja.
Nehmen wir. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das Ausrüstung erhalten. Okay, machen wir. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Verteidigung 3, Offensive 5. Okay, danke. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke X. Okay, Offensive 5. Ja, ist glaube ich egal, welchen wir nehmen, ne? Ich nehme mal den. So. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Oh ja. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Alles klar, Nettie. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ja, nächstes Mal. Verschönerungstrank? Cool. Ich sage nichts. Sehr gut. So, Nettie, ich folge dir. Wenn das nicht zu voll ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Alles klar. Oh. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind dran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Oha. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Ja, das sieht ist so aus. Der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Ja, erstmal verstecken, genau. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Schnaps. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Oh, oh. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Oh. Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken.
Eieieiei. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ranrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ja, okay, das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Schade. Wir gucken uns erstmal um. Und essen erstmal was. Irgendwas versteckt. Oh, ist aber auch ein richtig schöner Platz hier, ne? Kuchen. Ich liebe Kuchen. Okay, wir gehen mal hoch. Da hinten ist eine Truhe, okay. Und hier ist ein Sack oder so. Huch. Mega Powertrank. Münzen. Voll cool. Boah, das geht aber hoch hier. Ja, kommen wir nicht rein. Schade. Gut, dann gehen wir wieder. Müssen sowieso mit Nettie sprechen. So, ja, ich glaube, wir haben alles. Okay. Oh, es ist dunkel, ne? Oder wird dunkel? Ich bin heilfroh, dass Serona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Okay. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Alles klar. Wähle die Taste für die Karte von Hogwarts aus, um sie anzuzeigen. So. Schnellreise zum Gemeinschaftsraum. Südflügel. Astronomieflügel. Große Treppe. Große Halle. Ausgang. Wollo. Dann reisen wir zurück und gucken mal, was passiert. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal alles erklären, ne? Oder? Auftrag abgeschlossen. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, gucken wir uns gleich an. Ah, hier. Eule. Du hast Eulenpost erhalten. L3-Nachricht lesen. Handbuch öffnen. Okay. Eulenpost. Eulenpost wird gesendet, wenn Charaktere, die du getroffen hast, Anfragen oder Neuigkeiten für dich haben. Wähle Professor Fig, um seine Eulenpost zu sehen. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Interessant. Sprich mit Professor Fig. Ja gut, dann machen wir das. Aber ich will mal hier unten mal gucken. Hier war ich noch nicht.
Revelio. Wer redet denn hier? Keiner da. Okay. Gehen wir wieder hoch. So, ich glaube, ich könnte jetzt auch schnell reisen, aber das mache ich nicht. Denn, ich laufe lieber. So kann ich mir auch ein paar Wege besser einprägen. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, kann man so sagen. Ich finde die Globus-Dinger voll geil. Warum enthält sie uns dafür? So. Lalalalalalalala. Noch eine Strafarbeit und das in deinem Alter? Oha. Da hat gerade jemand Ärger bekommen, ne? Habt ihr gehört? Passiert ja dieses Jahr nicht viel. Ah ja, hier. Musik. Guck mal, warum leuchtet das so? Akio! Lumos! Das leuchtet doch, oder? Bin ich blöd? Ah, hier! Handbuchseite. Karte von Argyllshire. Auf dieser Karte ist Argyllshire abgebildet. Eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hebridendrachen. Yeah! Sehr cool. Schon wieder was gesehen. Lachlan, der Schlacksige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlacksige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, wofür. Okay. Gut. Hier ist auch irgendwas. Handbuchseite. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streicher sein soll. Oh, nicht schon wieder. Gefleckt, ihr Maul, hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Aufhalten. Das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Geil. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Großartig. Revelio. Okay. So, der ist da hinten. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Was war das? Okay. Hier ist ganz schön was los, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt müssen wir hoch. Aha. Was haben wir hier vorne? Ah. Professor Fix, Unterrichtsraum. Yeah. Ich sage ja immer, Reisen erweitern.
den Horizont. Ja, auf jeden Fall. Hat sie gar nicht so unrecht. Na, wo ist er? Ah, hier. Aufheben. Professor Fig, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Mysterium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betreut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe ihm zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigellus Black. Ah, okay. Schulleiter. Ja. Boah, guckt euch diesen Raum an, ey. Revelio. Mega. So, jetzt ist er da, ne? Ja. Professor, schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Okay. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Okay, Renrock und Rookwood wollen das Medaillon. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ja, ich auch. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Ja. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Okay. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Alles klar. Akio. Protego. Lumos. Oh. Guck mal da. Die Eule hält irgendwas fest, ne? Repar. Hm. Aber hier ist eine Truhe. Yay. Ein bisschen Geld. Vielleicht mache ich das ein andermal. So. Melde dich bei Professor Hackett. Das wäre jetzt wieder der nächste Story-Auftrag. Revelio. Oh, guck mal hier. Ach nee, was haben Sie jetzt vor? Da war ich schon, okay. Ich dachte gerade.
Ah, Schloss. Verdammt. Es hieß, man kriegt ein Geschenk. Nee, okay. Oh. Revelio. Toilette. Keiner da. Ups. Okay, wir sollten vorsichtig sein, nicht, dass wir hier gleich alles überfluten. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Okay. Gegen Trolle? Da kommen wir nicht rein. Weißt du? So. Revelio. Oh, hier, Mietzi, hallo. Ja, so ist fein. Okay. Wer ist das hier? Freundliche Seele hilft? Zenobia Nook. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Nook. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Warum denn das? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Ganz lecker. Interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Die haben wohl überreagiert. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Okay, ich kann nichts versprechen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Okay. Jede Menge Koboldsteine. Ja. Ich versuch das mal. Zumindest den einen hier, der in der Nähe ist. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. Da oben ist einer. Akio. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ah, ja. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Nee. Revelio. Oh, hier. Akio. Wo ist es hin? Revelio. Da. Akio. Yes. 8 Stück. Wir haben neue Belohnung. Okay. Revelio. Wir gehen aber mal hier weiter.
das Ding ist aber ziemlich hoch. Pieps wieder. Wuhu! Großartig. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ja, Mensch, ich bin doch schon dabei. Da oben. Akio. Jawohl. So, wo kommen wir hier hin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Interessanter Ort. Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird voraussichtlich in 14 Tagen sterben. Ja, geil. So. Akio. Revelio. Hier ist ein Zettel. Mudiva Onai, als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrerkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Mathilda Weasley. Okay, cool. So, nächster Stein. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Schuluniform mit Blazer. Wie komme ich jetzt hier runter? Einfach drauflaufen? Ja. Viaduktzugang. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Hm. Machen wir. 2 von 6. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Da ist einer. Akio. Okay. Okay, jetzt wieder raus, glaube ich, oder? Nee. Hier geht's weiter. Okay, warte mal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaube, ich muss hier die Treppe hoch, ne? So. Ja. So. Ach, das ist eine Tür. Das habe ich eben gar nicht gerallt. Okay, das sah aus, als wäre das irgendwie verbarrikadiert. Revelio. Hier ist wieder ein Hinweis. Lumos. Okay. Es werde Licht. So. Was haben wir hier? Eine Truhe. Okay, das scheint ein Rätsel zu sein, oder? Und ich habe hier so ein Flattervieh. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, da oben ist einer. Akio. Yay. Sehr gut. Okay, was ist das? Revelio. Akio. Lumos. Leviosa. Aha. Interessant. Das war jetzt Zufall. Oh ja, das ist cool.
Guckt euch das an hier. Mega. Rollen? Okay. Ach du Heiliger. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Aber vielleicht kriegen wir das noch raus. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja. Sehr schön. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Guck mal, neue Handschuhe. Neuer Schnellreisepunkt und... Yes. Zenobias Stein. Da oben ist der letzte. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Okay. Wir gehen zu ihr. Alles klar, dann einmal ab nach unten. So. Huch. Ich habe immer Angst runterzufallen. Da kommen wir nicht rein. Boah. Blind. So. Lalalala. So. Na, wo ist sie denn? Haupthalle. So. Genau. Stimmt, hier sind, wir sind ja durch den Garten gegangen. So. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Na klar. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nein. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Bloß nicht. Keine gute Idee. Diesen furchtbaren Gestank will niemand ein zweites Mal erleben. Warum nicht? Das macht so viel Spaß und jetzt kennen ja alle die Regeln. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ja, viel Glück. Yeah, Koboldsteine. Sehr schön. Meine lieben Freunde, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um ein kleines Päuschen einzulegen.
Wir haben Zenobia geholfen. Wir waren fleißig in Hogsmeade. Ich denke, das hat sich schon gelohnt heute. Deswegen machen wir hier ein kleines Päuschen und sehen uns bald mit einer neuen Folge wieder. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim selber zocken und wie immer, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.